Liebe Sportskameraden, in dem Video möchte ich euch einen tollen Trick verraten, wie ihr besser eure Bauchmuskulatur aufbauen könnt, ohne viele Bauchübungen machen zu müssen. Ja, Sportsfreunde, es ist ganz einfach und zwar fragen mich immer viele, wie viel Bauchmuskelübung ich in mein Training mit einbringe. Und generell sind das gar nicht so viele, wie die meisten von euch wahrscheinlich denken. Denn meist mache ich bloß eine Bauchmuskelübung an meinem Trainingstag und keine 50 oder 100 Sit-Ups oder 30 verschiedene Übungen. Ich höre auch immer viele, die erzählen, ja, ich mache irgendwie 3 oder 4 Übungen mit jeweils 30, 40 Wiederholungen für den Bauch, was meiner Ansicht nach eigentlich Schwachsinn ist. Es gibt viele Bodybuilder zum Beispiel, die fast gar nicht ihren Bauch trainieren und trotzdem danach auf der Bühne eine wirklich gute Bauchmuskulatur haben. Und das liegt einfach daran, dass sie ihre Bauchmuskulatur mit komplexen Übungen trainieren. Das heißt, zum Beispiel beim Beintraining trainieren wir schon sehr gut unsere Bauchmuskulatur mit, wenn wir zum Beispiel freie und komplexe Übungen machen. Das gleiche gilt für sämtliche anderen Übungen natürlich auch. Und deswegen habe ich hier mal ein Beispiel für euch mitgebracht, wie ihr top und ideal eure Bauchmuskulatur trainieren könnt bei ganz normalen Übungen. Am Beispiel der Bizeps Curl zum Beispiel. Ihr nehmt einfach einen hüftbreiten Stand ein, spannt den Bauch an, beugt euch ganz leicht nach vorne und dann guckt ihr, dass die Haltung sehr stark ist, dass ihr stabilisiert seid. Arbeitet bewusst aus der Bauchmuskulatur auch und dann macht ihr das Ganze ohne Schwung. Hier merkt ihr zum Beispiel, dass der Bauch sehr, sehr gut stabilisieren muss und mitarbeitet. Das geht nicht nur bei den Bizeps-Curls, sondern auch ganz einfach bei vielen Übungen oder bei den meisten Übungen im Fitnessstudio auch zu Hause, zum Beispiel beim Seilzug, ja, wenn ihr diesen Trizepszug macht, immer wenn ihr den Bauch stabilisiert und anspannt dabei, dann arbeitet er immer gut mit und ihr könnt auch hier den Bauch sehr gut trainieren. Ich möchte euch auch mal 2 Beispiele geben, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und zwar einmal den Ausfallschritt. Ein Ausfallschritt bei den Übungen, hier auch wieder bei den Bizeps Curls, ist für Anfänger sehr gut geeignet, da sie einfach hier stabiler stehen und einen stabileren Stand haben. Aber meistens führt es dazu, dass wir mit mehr Gewicht arbeiten, als wir eigentlich können und auch den restlichen Körper nicht anspannen und dann auch schnell zum Beispiel ins Hohlkreuz gehen. Deswegen empfehle ich euch einfach, den Ausfallschritt wegzulassen, auch diesen hüftbreiten Stand wieder einzunehmen und dann aus der Bauchmuskulatur zu arbeiten auch und weniger Gewicht zu nehmen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Übungen, die ihr aus dem Hohlkreuz macht. Typisch Beispiel wieder die Bizeps Curls, wenn viele ins Hohlkreuz gehen, das Gewicht reißen, hier ist auch wieder keine Bauchspannung vorhanden. Mein Tipp deswegen für euch, wenn ihr alle Übungen mit einer gewissen Bauchspannung ausführt, wenn ihr den Bauch anspannt, einen hüftbreiten Stand einnehmt und immer bei jeder Übung darauf achtet, dass der Bauch und der sämtliche Körper auch angespannt ist, dann braucht ihr vielleicht für den Bauch gar nicht mehr so viele Übungen machen und ihr seht sehr, sehr schnell auch Erfolge bei der Bauchmuskulatur mit wenig Bauchmuskelübung. Ein Tipp von mir, ich hoffe, das hat euch gefallen. Versucht mal drauf zu achten bei den nächsten Übungen im Studio, auch zu Hause. Bis dann, euer Görki. Beim Sport, ja, solltet ihr sehr, sehr viel trinken. Ich würde euch empfehlen, bei einer Stunde Sport etwa auch versuchen, 1 Liter oder 750 Liter bis 1 Liter zu trinken. Also eine große Pulle solltet ihr schon wegknallen beim Training. Ganz wichtig, was sollt ihr trinken? Zunächst einmal